Hallo und herzlich willkommen zu unserem Newsflash im Monat Mai. Das neue Semester hat angefangen und was war seitdem so los in Göttingen? Und was passiert in den nächsten Wochen? Wir haben uns mal für euch umgehört. Am Mittwoch, den 3. Mai, lud die Uni Göttingen in Kooperation mit der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft zu einer Veranstaltung anlässlich des 60. Jahrestags der Göttinger Erklärung ein. Wahrscheinlich werden sich jetzt viele von euch denken, Moment, Göttinger Erklärung, was ist das denn? Die Göttinger Erklärung war eine Stellungnahme 18 namhafter Atomphysiker aus ganz Deutschland, Mitte der 50er Jahre, in der sich die Unterzeichner gegen die aufkeimenden Pläne zu einer atomaren Bewaffnung der Bundesrepublik aussprachen. Auch bei der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung sollte deshalb auf die besondere Verantwortung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aufmerksam gemacht werden. Dabei waren sich in einem Punkt alle Redner einig: Die Wissenschaft hat eine gewisse Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Wie diese konkret aussieht, erklärte uns Unipräsidentin Ulrike Beisiegel. Was muss denn ein verantwortungsvoller Wissenschaftler leisten? Ich glaube, er muss sich ein wenig Zeit neben seinem wirklichen Forschen, also an dem bestimmten Thema nehmen, um mal nachzudenken, was die Ergebnisse der Forschung für die Gesellschaft sein können. Und zwar nicht nur im Positiven, also was bringt die Technik an Fortschritt, sondern auch, gibt es Nachteile? Darüber hinaus hat auch die Universität als Institution eine Verantwortung, auch oder gerade in der Lehre. Ich glaube, gerade diese Verantwortung der Lehre ist sehr, sehr groß, weil wir müssen ja sehen, dass wir den Studierenden nicht nur Fachwissen vermitteln, sondern dass wir vor allen Dingen auch ein kritisches Denken, die Entwicklung von Persönlichkeiten, die dann, so wie die Göttinger 18, auch mutig sind und ihre Wissenschaft nach außen kommunizieren. Allerdings wurde am Rande der Veranstaltung auch Kritik laut. So wurde zum Beispiel am Eingang der Aula an alle Besucher ein offener Brief verteilt, der kritisierte, dass die Göttinger Erklärung die friedliche Nutzung der Kernenergie tatsächlich nicht nur verharmlost, sondern diese sogar gefördert habe. Weiterhin kritisch wurde der Stellenwert der Wissenschaft, auch mit Blick auf jüngste politische Entwicklungen, auf dem March for Science am 22. April hervorgehoben. Dort trafen sich 1500 Demonstranten, um ein Zeichen für eine freie Wissenschaft zu setzen. Unter anderem sprachen Professor Dr. Beisiegel und die niedersächsische Wissenschaftsministerin. Beide betonten in ihren Reden den Wert einer unabhängigen Forschung für Gesellschaft und Demokratie. Wir waren dabei und haben berichtet. Den Link dazu findet ihr hier oder in der Videobeschreibung. Und im Anschluss noch zwei Veranstaltungstipps. Im Top könnt ihr euch diesen Monat eine neue Inszenierung von William Shakespeares Klassiker Die Tragödie von Romeo und Julia anschauen. Das Besondere daran ist, dass das Stück ausschließlich von Studis auf und hinter der Bühne umgesetzt wurde. Zwar wollten die Regisseure den Shakespeare-Charakter des Stücks erhalten, ihm aber auch eine neue, traumähnliche und düstere Atmosphäre geben. Dazu wurde die Figur des Mercutio, Romeos Freund, in den Mittelpunkt gestellt und besonders hervorgehoben. Wir waren bei den Proben dabei, um herauszufinden, warum diese Inszenierung von Romeo und Julia ein Besuch wert ist. Romeo und Julia, eine Tragödie. Lass sie noch zwei Sommer sich zu Herbsten wandeln, bevor wir sie als heiratsfähig handeln. Und dass die Liebe, die so freundlich dreinsieht, sich als so herrschsüchtig und hoch erweist. Du bist jetzt ja nur eine von drei Regisseurinnen. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr das zu dritt macht? Also wir haben uns kennengelernt bei einem Seminar. Das war ein Dramaturgie-Seminar. Und es dieses Stück haben wir einfach als Projekttitel bekommen und unser Konzept, das hat uns so gut gefallen, dem Dozent auch gut gefallen und er hat vorgeschlagen, dass wir das auf die Bühne bringen. Wir haben uns für eine düstere atmosphärische Inszenierung entschieden und wir haben zum Beispiel sehr viel mit Licht gespielt und setzen Nebel ein und haben so ein paar Gruselelemente, so würde ich das beschreiben. Das Stück läuft zwischen dem 12. und 27. Mai und ein Besuch ist mit dem Kulturticket für Studierende natürlich kostenlos. Last but not least solltet ihr euch noch den 31. Mai im Kalender anstreichen, denn da findet der Dies Academicus 2017,
also der jährliche Sporttag der Uni, statt. Und egal, ob ihr selbst mitmachen wollt, Fußballfan oder passionierter Tennisspieler seid, oder ob ihr Sport normalerweise lieber als Zuschauer verfolgt, es ist für jeden etwas dabei, sodass sich ein Ausflug zum IFFL in jedem Fall lohnt. Insgesamt finden an dem Tag 7 verschiedene Turniere statt. Der Klassiker ist wahrscheinlich das Mixed-Fußball-Match, aber außerdem sind auch Basketball, Tennis, Beachvolleyball, Dodgeball, Human Soccer Table und Unihockey vertreten. Bis dahin, bleibt sportlich, vergesst die Sonnencreme nicht, stellt das Bier schon mal kalt und wir sehen uns am 31. Mai am IFFL, spätestens dann zur Dias-Party am Abend.